Bonnie? Wo bist du, Bonnie? Müsste sie sich nicht immer automatisch mit mir mitteleportieren? Hat sie bisher eigentlich immer gemacht? Ich bin gerade äußerst verwirrt. Ich hoffe mal, ihr ist nicht irgendwo irgendwas passiert. Na gut, vielleicht werden wir sie beim nächsten Teleport mitnehmen können. Und ich habe wieder den Bug, dass mir keine Ausdauer abgezogen wird beim schneller Laufen. Aber das ist okay, das ist jetzt eh einfach nur Reiseweg. Und Nerim ist mir soeben wieder abgestürzt. Super. Und wir sind wieder auf dem Weg, meine Freunde. Nein, ich habe diesmal nicht wie sonst immer gewartet, bis das schlechte Wetter weg ist. Ich habe mich einfach teleportiert und irgendwie war es einfach weg. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich dachte mir, ja, es ist doch nicht viel Zeit vergangen. Ich bin nur aus dem Laden vom Meisterhandwerker raus, ein bisschen durch Erotin gelaufen, habe mich dann teleportiert. Und dieses Mal habe ich mich einfach direkt aus dem Handwerkerladen raus teleportiert. Aber irgendwie scheinen diese 2-3 Minuten einen großen Unterschied im Wecker, im Wetter gemacht zu haben. Boah, wir waren hier schon überall. Wir sind schon so viele entlang gelaufen, so viele Wege. Und was ich mir derzeit überlege, meine Freunde, soll ich vielleicht wieder anfangen? Enklave Yenada, da waren wir schon. Ich glaube, wir waren da schon drin. Ich kann mich auf jeden Fall an den Namen erinnern. Soll ich doch noch sparen für die 250.000 goldschwere Waffe? Ich meine, das Let's Play, ganz ehrlich, geht jetzt derzeit schon richtig lange. Also, oh, bei diesem Bauernhaus war ich noch gar nicht. Wow, interessant. Wurde mir gerade eben erst angezeigt in der Anzeige oben. Cool. Gehen wir die mal hier besuchen. Soll ich wirklich so lange sparen? Ich weiß nicht mal, ob ich das schaffen werde, weil wir zocken ja jetzt schon... Ah, na super. Wir zocken das Let's Play schon echt mega lang. Also 180 Episoden und ich habe nicht immer alles mitgenommen und verkauft, aber schon sehr viel. Und wir haben jetzt insgesamt 50.000 gemacht. Und mit den Zinsen, das sind so wenige Zinsen, das lohnt sich kaum. 5-mal so viel verdienen. Puh, also, ich meine, okay, je weiter wir im Spiel vorankommen, und ich glaube, im Südreich werden noch wertvollere Sachen rumliegen, dann werden wir auch nochmal teurer Sachen verkaufen können. Wir gucken einfach mal, wie es kommt. Wir gucken, wie viel wert die Sachen im Südreich sein werden und dann schauen wir, was wir verkaufen können und an wie viel Kohle wir kommen. Was machst du mit deiner Hand? Das sieht sehr ungesund aus. Ja, bitte? Was? Du kannst nichts für mich tun, wie es aussieht. Was möchtet ihr? Deine Seele möchte ich kaufen. Was für ein Müll! Ich habe mir auch schon gedacht, als wir gerade eben draußen waren, ich glaube, ich habe den Gedanken angeschnitten, aber nicht zu Ende geführt, dass ich alle möglichen Reagenzien und Zutaten jetzt einsammeln will, damit ich genug habe, um mega viele Tränke zu brauen und dann einfach mit den ganzen Tränken mein Geld zu verdienen. Guten Tag, Serobilon, schön war die Zeit mit dir. Oh ja, diese Erkundungsmusik wieder, geiler. Geiler Scheiß. Really? Du? Du bist doch hinter dem... Ich krieg die Kampfmusik ab, aber zulaufen tut das Vieh auf das Reh. Ja. Kein Wunder, dass ich manchmal irgendwie Ewigkeiten im Kampf bin, obwohl irgendwie gerade absolut nichts auf mich zurennt. Wahrscheinlich sind das irgendwelche Viecher, die auf mich aufmerksam werden, aber dann irgendwie ADS haben und auf irgendwelche Wildtiere mitten im Wald weiter zurennen. Übrigens, ich schneide auch nicht den Weg, weil I feel like talking. Ich fühle mich gerade so, als ob ich eine gute Stange Lust habe, ein bisschen mit euch zu quatschen. So, ich kümmere mich nicht mal um den Loot, weil die Viecher haben einfach nichts mehr, was mich interessieren würde. Goblins, das sollte für euch peinlich sein. Diese Schlammkrabbe hält deutlich mehr aus als ihr. Der Wahnsinn. Übrigens, die Zwillingstürme oder die einsamen Türme, wie sie nochmal hießen. Ich glaube, die einsamen Türme. Auch ein Kopfgeldauftrag aus der Vergangenheit. Kap Aman.
So, ich glaube, wir sind fast an dem Punkt angekommen. Genau. Verschollene Tempelanlage. Bis dahin sind wir das letzte Mal gelaufen. Das war für die Darius-Quest. Boah, wie mir das alles noch einfällt. Voll geil. Hi-ja! Generell bin ich eigentlich eher nicht so der Fan, Nahkampfwaffen bei wilden Tieren zu benutzen, weil man sich so oft irgendwelche Krankheiten einfängt. Noch einer, hallo. Der hat sogar so grün komisch, so einen grünen Belag gehabt. Weird. Solltest mal vielleicht mal ein bisschen mehr Fellpflege hier betreiben, das ist ja nicht mehr gesund. So, da oben war übrigens da die Statue, der Eingang zu der Tempelanlage. Und jetzt aber wollen wir mal ein bisschen den Strand hier genießen. Einfach mal ein bisschen entlang vom Wasser an die Spitze von Kap Aman laufen. Ach ja, da fällt mir wieder ein, dass ich mich schon auf das Südreich freue, weil schon allein diese etwas sandigere Gegend, weil es eben ein Strand ist natürlich, ist für mich eine richtig schöne Abwechslung. Mit den Steinchen. Ah, die Sandtextur sieht aber richtig hübsch aus. Ist die aus Oblivion oder auch neu? Weiß ich nicht. Aber wie bereits schon gesagt, im Palast bei Narazul eine willkommene Abwechslung, die ich nur allzu gerne in meine Arme schließen werde. Einfach weil es nicht mehr grün ist, nicht mehr weiß-grün, sondern gelb. Ich bin zwar einer von den Verfechtern, die immer sagen, ich mag es bunt, ich hasse braune Spiele, aber Wüste, eine knallige Wüste darf es trotzdem sein. Guten Tag, oh, eine sexy Steinnymphe. Jetzt haben wir hier mehrere Dinge zur Auswahl, soweit ich das korrekt sehe. Ich gehe erstmal hier den Weg fertig. Da hinten scheint noch etwas zu sein. Diese Effekte wie das Wasser auf den Steinboden, auf den Sandboden eintrifft und die Erosion ihren Lauf nimmt. Sieht auch cool aus. Hier schön dran gedacht, dass der Strand auch direkt am Wasser dunkleren Sand hat. Ist ja alles feucht. Ich kann mich gar nicht mehr so recht entsinnen bei, an die ganzen Features hier. Wellenfels, Erotin, Leuchtfeuer, Leuchtfeuer, Haben wir einen Leuchtturm vielleicht am Ende des Weges? Ja, das sieht cool aus. Oh, lecker Pilze, ich liebe Pilze. Oh, jetzt habe ich wirklich Lust auf Pilzsuppe bekommen. Ah, Mist, ich habe keine Pilzsuppe mehr. Verdammt. Die letzte habe ich irgendwann vor kurzem hier gegessen. Ja, sowas habe ich. Ich bin Student, ich muss schnell zubereitbare Suppen besitzen. Ich habe mehrere Leute... Oh, schade. Hey Nadil, der Leuchtturmwärter, was hat er uns zu sagen? Ich hasse Eterna. Oh, really? Dann halt nicht. Was haben wir hier? Oh, ein schicker Brunnen. Hübsche Verzierung. Eispranke nehmen wir mit. Ein Hammer, den nehme ich nicht mit. Ich habe sowieso viel zu viele Hammer, das ist der Wahnsinn. Ach, ich habe ja mittlerweile wieder 15 Lernpunkte. Nicht mehr 17, weil ich 2 ausgegeben habe, um Blocken auf 50 zu bringen. Aber ich möchte demnächst diese 15 Punkte irgendwo reinkloppen. Bevor ich mir aber kurz nochmal im Inventar angucke, wo genau ich sie reinschlagen will, gucken wir uns an, was hier in diesem wunderschönen Leuchtturm so haust. Leuchtfeuer. Really? Ich bin 20 Meter davor und du stellst mir noch ein Schild hin? Man kann ja nie wissen, wann sich die Leute da so verlaufen. Mehrere Eingänge, wie mir scheint. Leuchtfeuer. Hui! Leuchtfeuer. Ich glaube, für den Anfang nehme ich erstmal die ordnungsgemäße Standardeingangstür. Ah. Sieht schön gemütlich aus. Alles Diebstahl, weil es diesem Leuchtturmwächter da vorne gehört, der draußen sich um seine Felder kümmert. Bei so einer Situation kann ich mir auch echt wieder richtig gut vorstellen,
wie der da draußen sich so jeden Tag um sein Feld kümmert. Hier drinnen kümmert er sich um seine, also draußen kümmert er sich um seine eigene Nahrung, hier drinnen verspeist er sie. Auch wenn ich nicht glaube, dass er Weizenfelder für das Brot hatte oder sowas. Und er hat auch keinen Ofen, aber ich kann mir so richtig gut vorstellen, das Dunkel zwischen den Bäumen. Jesus! Ist aber Diebstahl. Falls ihr das lesen wollt, könnt ihr natürlich anhalten. Ah ja, das sind die Zugänge hier. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich da noch irgendetwas großartig sagen wollte. Aber auf jeden Fall kann ich mir richtig gut vorstellen, wie hier jemand so wirklich quasi am Ende der Welt lebt, an irgendeinem Leuchtturm, in irgendeinem Leuchtturm, baut sich sein eigenes Essen draußen an, kriegt selten Besucher. Schade, dass er nicht irgendwas Besonderes zu mir zu sagen hatte. Oh, wird ja ganz schön hell hier. Da draußen regnet's doch. Waren natürlich die Fackeln, die so hell waren. Ein magisches, niemals ausgehendes Feuer. Da drin ist nämlich kein Öl oder sonst was, was da gerade brennen könnte. Wunderschön, episch und... Ich würde ja eigentlich sagen, schöner Ausblick, aber das ist einfach nur... grau. Das liegt wohl erstens daran, dass es gerade so ein Mistwetter ist. Und zweitens, dass keine Inseln in der Richtung liegen. Aber das sieht hier schon ein bisschen cooler aus. Die Berge. Ach ja, mit dieser schönen Explorer-Musik. Wundervoll. Ich würde ja eigentlich so einen Genießer-Moment hier einschieben, aber das Wetter ist einfach nicht schön. Aber weil ich weiß, dass ihr Genießer-Momente sehr, ja, genießt, lasse ich das einfach mal so ein bisschen hier laufen. So viel zum Genießen. Jetzt konntet ihr ein bisschen regnerische Landschaft euch reinziehen. Warum es ein bisschen länger gedauert hat als die anderen Genießermomente, mögt ihr euch fragen? Also, wahrscheinlich. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Ganz einfach, ich musste was trinken und habe mir mein Glas neu befüllt. So kann ich die Genießermomente auch ganz für mich nochmal nutzen. Aber Stone, die Genießermomente sind zum Genießen da und nicht um Sachen nebenbei zu erledigen. Ich hab hier einen Job zu erledigen. Ihr könnt gut reden. Ihr seid für das Entertainment hier. Was soll das eigentlich? Ich muss hart arbeiten. Mein Rücken tut mir schon weh. Dann geh doch trainieren, Stone. Nein, was soll das? Könnt ihr aufhören, ständig Recht zu haben? Was soll das eigentlich? Ich könnte gerade diese Treppen hier hochgehen, weil die tatsächlich ziemlich interessant aussehen. Ah, was? Oh mein Gott, was wollt ihr? Geh weg! Haha! Ufti! Amanfeste! Na gut, wenn wir schon bei Kap Aman sind, wollen wir auch gleich mal in die Amanfeste laufen. Und diese Leute, die hier die haben, also schon was ausgehalten. Stufe 25, also garantiert keine Low Levels. Wisst ihr was? Ich gehe da jetzt einfach rein. Ich meine, wenn ich mir schon mal die Mühe mache, dieses gesamte Kap Aman zu bereisen, dann kann ich doch eigentlich auch gleich hier weiter reinmarschieren. Guten Tag! Und mich um das Aufräumen dieser Feste kümmern. Und ich muss mich echt angewöhnen, wenn ich gerade nicht auf Leute zurenne und mit einem Hieb versuche, ihnen einzuschenken, weil sie weit weg sind, dann sollte ich nicht versuchen, diesen Ansturm zu machen, weil es dann fast immer so ist, dass das total in die Hose geht.
Was habt ihr hier gebunkert? Was hattet ihr vor mit diesen riesigen Knarren und Pistolen? Das ist doch ein Schlüssel, komm. Ich konnte den irgendwie nicht anvisieren wegen dem doofen Teller. Notiz in der Feste Amann. Ach, schau mal, sogar ein bisschen questmäßig, neben unterschwellig questmäßig etwas. Dieser alte Festungswall, den wir hier bezogen haben, scheint der Rest der berühmten Festung Cardot zu sein. Dort wurde im Passkrieg mit dem Südreich das Schlachtschiff Schwimmende Festung des Tempels aus Ostian versenkt, welches vom Tempel gesendet wurde, um eine Hafenblockade um Erotin zu errichten. Die Schwimmende Festung wurde an der Küste von der Fregatte aus Erotin abgefangen und in die Bucht getrieben, wo sie unter dem Kanonenhagel des Festungswalles von Cardot sank. Sie gilt bis heute als das größte Schlachtschiff auf ganz Nerim. Jetzt liegt sie unter unserer Feste. Man kann sie von den Schussplattformen aus sehen. In anderen Worten, ein legendärer Residenzsitz für einen legendären Anführer. Falls mich jemand sucht, halte ich mich im hinteren Teil in der Thronhalle auf. Den Schlüssel dazu sollten die Torwachen haben. Alles klar. Ich möchte jetzt trotzdem meinen Pappteller loswerden, den ich gerade aufgesammelt habe. Der ein Matrix-Teller zu sein scheint. What the hell? Frickin' crazy. Oh, hallo. Oh, was ist das da unten? Ist das der dieses Piratenschiff-Dingens? Nee, hier war die Piratenhöhle. Noch ein versunkenes Schiff. Crazy. Dann wird wohl das hier das versunkene Schiff sein, von dem die gerade eben in dem Schreiben geredet haben. Aber ich möchte unbedingt diese versunkene Festung finden. Oh Moment, gab's hier noch irgendetwas? Ich habe jetzt nicht auf die Minimap geachtet. Nein, okay. Dann gehen wir mal weiter. Hier brauche ich einen Schlüssel? Nein. Ah, okay. Sie sagten ja, unter diesem Wall soll es irgendwo sein. Untere Klippenwacht, Ah, ich würde schon gerne einen Abstecher zu dem Schiff machen. Oh, wisst ihr was? Ich habe seit der ganzen Aufnahme noch kein einziges Mal richtig gespeichert. Das wäre hiermit erledigt. Ich laufe einfach mal hier ran und... Woo! Party! Boom! Boom! Wo flüchtest du hin? Stehen bleiben! Du Sackmann! Doofe Bogenschützen! Ich hasse Bogenschützen! Stone, das Name Oblivion Let's Play! Ich weiß. was haben wir da? Diese Dame hat so nett geleuchtet. Ich hatte gedacht, dass sie jetzt irgendeinen magischen Gegenstand trägt. Scheinbar aber nicht. Die hatte einfach rein gar nichts Interessantes gehabt. Oh, guckt euch das an. Dieses Schiff müssen wir noch besichtigen gehen. Ist mir grad egal. Dieses Kap Amann wollte ich sowieso jetzt schon länger mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Warte mal, hier war auch ein Weg. Kap Amann, das führt mich wieder raus. Ah, guck mal da. Hallo. Nein. Mit dir gehe ich nicht mehr in den Nahkampf, du Drecksau. Was macht ihr hier schon wieder? Genau, alle auf den Dolph. Auf den Dolph. Ja. Oh, AI. Oh, eine Birne. Eine Birne. Leute. Guck, ich helfe euch sogar. Seid ihr jetzt froh? Vielleicht noch ein bisschen hiervon. So.
Ich muss eigentlich gar nicht blocken. Wisst ihr, warum ich blocke? Wisst ihr, warum? Wegen euch. Nein, aber ganz im Ernst. Ich krieg so wenig Schaden, ich müsste nicht mal ansatzweise blocken, aber ich tue es trotzdem einfach, dass ihr einen einigermaßen spannenden, zumindest vom Aussehen her, einen einigermaßen spannenden Kampf geliefert bekommt. Ah, really? Oh, hoppala. Hol die Axt raus! Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass die Eterna-Axt viel zu OP ist, die sie da in Serubilon gesteckt haben. Ich meine, Serubilon wurde ja, soweit ich weiß, mit einem Patch hinzugefügt. Das gab es noch nicht von Anfang an mit Version 1.0. Deswegen kann ich verstehen, für Leute, die Nerim schon durch haben, die können nach Serubilon, die sich die ganze Sache da nochmal, neu entdecken, weil dort gab es ja dann auch die ersten Items, die auch Beschwörung hatten und solche Sachen. Das gab's ja bei Serubilon ganz am Ende als Belohnung. Meine Hühner könnten dich niederringen. Was für Hühner hast du, ey? Irgendwelche Mutantenhühner oder was? Meine Hühner könnten dich niederringen. Jesus, ich will nicht deine Hühner kennenlernen, ohne Witz. Ach ja, einerseits sage ich immer wieder, also immer wieder, seitdem ich die Sachen vom Meisterhandwerker gesehen habe. Wisst ihr was? Ach, Eisen brauche ich nicht. Ich müsste eigentlich anfangen, alles Mögliche einzusammeln, damit ich genug Asche habe, um mir die Sachen leisten zu können. Aber nachdem ich gesehen habe, wie enorm teuer das ist. Pup, ey. Auf die Birne. Voll auf den Kopf. Aber, ich glaube, wisst ihr was, ich werde es wirklich, wie ich bereits gesagt habe, darauf ankommen lassen. Oh, hallo.